So, Classic Mode. Ja, neu, ne? Ich würde sagen, den machen wir auf normal. Ich habe zwar den Rest auf Sick gemacht, aber wir machen mal normal. Ja. ABC ist gut. Singleplayer. Ja, die sind nämlich jetzt alle so nicht voll aufgepumpt. Ich finde das auch ein bisschen blöd irgendwie, dass sie nicht alle ihre Special-Dinger haben. Irgendwie, dass man die dann selbst noch nicht aufdingsen muss. So, jetzt müssen wir mal gucken, wen haben wir denn hier? Wir haben hier Tony Hawk, Tony Alva, Bob Burnquist, Bam Majera. Der sieht auf dem Bild da oben ganz komisch aus. Naja. Rodney Mullen oder Mullen heißt er, glaube ich. Andrew Reynolds, Paul Rodriguez. Der Ryan Sheckler, der sieht aus wie 13. Ich glaube, der ist ein Jahr älter als ich. Oder zwei. Weiß ich nicht. Devon Song. Rick Thorn, das war der Spacko, der BMX-Typi. Aua, mein Headset. Tony T. Mike Villalee. Stevie Williams. Haben wir schon welche? Nee, schade. Dann würde ich sagen, mach mal einfach, nehmen wir hier den Mike. Den mag ich eigentlich ganz gerne. Passt schon. Gut, dann fangen wir jetzt mit Minneapolis. Gott. An. Punkt. Complete a total of 5 goals to move on. Okay, ich hole keine Gaps. Und Stats. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Okay. So, dann machen wir erstmal hier das hier. So, die chatten wir. Warte, was mussten wir denn hier drüber machen? Ah, okay. Ich dachte, das wäre der andere gewesen. Uns fehlt das K. Duct Car fehlt uns. Müsste, glaube ich, da irgendwo an der Bushalte sein oder so. Den nehmen wir mal mit. Da! So, dann tun wir dem Ganzen mal hier folgen. Da ist nix. Hier war irgendwo ein. Da. Skat. Das E ist, glaube ich, hinten, wo man so durch die Wand kommt. Otr. Bin mir nicht ganz sicher. Den nehmen wir mit. Ja, ich glaube, da ja, da sehe ich, glaube ich, was. Sehr schön. Da haben wir schon mal einiges hier abgeschlossen. Nehmen wir mal das hier unten mit dem roten Teppich. So. So ist gut. So, da brauchen wir noch den Pro Score, den Six Score, das Secret Tape und die 5 Barrieren. Dann werden wir uns jetzt erstmal um das Secret Tape kümmern. Ach, guck mal, dann hat das gar nicht.
Entschuldigung. Da hat das gar nichts damit zu tun mit dem Hauptmodus. Das ist natürlich gut. Yes. Ich trinke mal gerade was. So, jetzt aber noch mal. Yes. Ah, das war eben noch so richtig ungewohnt irgendwie, als ich eben gerade damit angefangen habe, weil ich habe vor kurzem, also was heißt vor kurzem, ist schon ein bisschen länger her, aber den letzten Teil, den ich gespielt habe von Tony Hawk, war Tony Hawk's Pro Skater 5 und das ist halt so viel langsamer irgendwie als hier das Spiel. Das war richtig ungewohnt, American Wasteland jetzt zu spielen. Aber es kann natürlich auch sein, dass das an der NTSC-Version liegt, dass sie. Nee, die müsste dann eigentlich, wenn überhaupt, langsamer laufen. Aber ich glaube, das ist bei CDs gar nicht mehr so der Fall. Das war dann nur bei den Cartridges. So. Was wollte ich machen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Weiß es doch nicht. Machen wir genau die das Tape wollten wir. Warum habe ich die Punkte eigentlich da einfach irgendwo hingeklatscht? Ich hätte die gerne mal auf Grind gemacht, weil da habe ich anscheinend Probleme mit. Naja. So, das Tape. Da. Okay, dann muss ich hier lang. Das hat natürlich jetzt gerade sehr gut funktioniert. Da bin ich wieder sehr begeistert von mir. Das war der Wahnsinn. Ach Gott, da war auch noch ein Punkt. Oh, ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Na. Go, go, go! Oh Mann! Doofkopf. Nicht grinden. T2T. Was soll mir das bedeuten soll? Komm, dann gehen wir hin. Gehen wir hin. Ich spring wahrschelich dran vorbei. Fängt auch noch gleich das Piepen an. Ja gut, dann halt nicht. Ah, der hat einen coolen Boneless. Achso, das waren nur die 60.000. Ah, okay. Machen wir das mal so. Dann machen wir hier auf Reel 2 Stück. Da haben wir noch 2 über. Würde ich sagen, Olli einen und er einen. Dann kriegen wir das vielleicht auch hin. Da unseren Kram zu holen. Der ist so cool. Ich finde Michael Vellelli sowieso mega cool, was der für Tricks macht und so. Mit so Handständen und dann irgendwie das Board auf den Füßen jonglieren, wollte ich gerade schon sagen. Balancieren. Schon fein. Immer wieder gerne von dem hier so Skate-Parts. Ah, das kann doch nicht dein Scheiß Ernst sein. Weiß jetzt aber nicht, was ich noch besser machen könnte. Ich hole ja schon hier einmal Schwung. Super Schwung geholt. Das ist der Wahnsinn.
Ich schaff das nicht. Muss ich wohl doch erst noch was anderes machen. Schaffe ich das noch? Ich weiß gar nicht, wo die vierte ist. Fünfte weiß ich. Sie nicht, ich sehe sie nicht. Ne, sehe ich nicht. Wahrscheinlich da vorne bei dem Auto da. Naja. Dann machen wir erstmal das hier mit den. Ach, die war da rechts, ne? War die nicht hier irgendwo? Scheiße, wo ist die denn? Na gut, wir haben jetzt noch genug Zeit, die zu suchen. Ach, die war hier vorne. Moment, ich weiß wo. Hier. Hier war sie. Tada! Gut, dann holen wir jetzt hier noch den schönen Punkt. Fehlt jetzt nur noch das Tape? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte wir haben. Schaffen wir es noch bis dahin? Ah, da war noch einer in diesem in dem Gebäude, da war noch einer, glaube ich, ein Steppunkt. Gott, ich schaff's einfach nicht. Ich brauche unbedingt noch einen Punkt, und den werde ich mir, glaube ich, auf Olli legen. Olli, so. Moment, ich mach das einfach so. Ich hoffe mal, der hat das jetzt angenommen. So, dann versuchen wir jetzt nochmal das Tape zu holen. Oder da in diesem Gewächshaus kann natürlich auch noch einer sein. Verdammt. Ich guck mal nach dem Statpunkt. Dem sein Kopf, das passt nicht. Da ist ein Fehler. Guck dir das mal an hier. Der Kopf, der sitzt da gar nicht richtig auf dem Körper drauf. Der hat da voll den Knick drin. Na gut, das nicht. Dann gucken wir mal in dem Gewächshaus, ob da vielleicht noch ein Statpunkt drin ist. Es kann natürlich auch sein, dass ich schon alle Statpunkte habe, ohne davon zu wissen. Dass es dafür kein Dings gibt, ne? Nee, ich habe da, glaube ich, aber auch nichts gesehen. Jetzt versuche ich es einfach nochmal.
Gott. Es will einfach nicht.